Das wird der netteste und easieste Dschungel, der am meisten Spaß macht. Ever, ever, ever. Pisst euch. Links, rechts, links. Bam, bam, bam. Mensch, fickt euch doch alle. Aufwärts. Bam. Warum seid ihr so scheiß verlogen? Rechts, links. Tina muss gehen. Rechts, links. Also ich fick du. Und links, rechts. Kümmer dich mal lieber um dich. Abtauchen, eintauchen. Ist okay. Bam, bam, bam. Du redest schon seit Tag 1 respektlos mit mir. Alter, ich hab gerade Zeckenfieber! Du gehst mir echt auf den Sack mit deinen Launen hier, Launen da. Ist keine Laune. Ich lasse mich nicht von einer unerzogenen Göre ständig therapieren hier. Was kannst du eigentlich richtig? Gibt's irgendetwas, was du richtig kannst? Ich lasse es einfach. Ihr seid verlogen. Alles hier so, alle hocken da auf der Lauer vor den anderen. Hast du alle abgegeben? Und stimmt's? Mhm. Alle? Anuschka, zwei Ohrstöpsel brauchen wir noch, sonst kriegen wir das Essen nicht. Brav, Tina, hast du gehorcht, ne? Dumme Scheißver. Ich bin gerade ein wenig schockt. Ich entschuldige mich von Herzen. Nein. Du schlägst andauernd unter die Gürtellinie. Anuschka, du hast vor Deutschland gesagt, dass ich denunzierend wäre. Mir reicht's, ich muss dringend aufs Klo. Ich habe mich entschuldigt, mehr kann ich jetzt nicht machen. Sie erwartet, dass ich mich öffentlich noch mal auf die Knie werfe. Da kann sie sich gehackt legen. Bist verletzt, Linda? Soll ich Sunny rufen? Wir haben wieder gelacht. Du provozierst gerade ein bisschen extra. Du stichelst gerade. Ich darf doch lachen. Diesen Kampf, den kann ich auch austragen. Das glaube mir mal. Den verlierst du. Das ach, Schätzchen, den gewinne ich. Glaub mir das mal. Den gewinne ich mit links. Sprichst du mit mir? Ich bin der falsche Baum, den du gerade versuchst anzupinkeln, Peter. Was? Mich ekelst du da nicht raus. Ganz ehrlich, am Schluss steht hier einer. Oh, und die Stimme dazu. Wie bitte? Wie bitte, Anuschka? Wenn du wütend wirst, kriegst du so eine Quack-Quack-Stimme. Du wirst despektierlich, meine Liebe. Entschuldigung. Werde nicht despektierlich. Dann erlebst du mich mal sauer. Die größte Herausforderung, schlimmer als jede Prüfung, ist mit diesen Menschen da drin zu sein. Fräulein Rottenmeier. Ich hatte gestern mit Anuschka genau darüber ein Gespräch. Anuschka und ich hatten darüber gestern ein Gespräch. Der Esel immer zuerst. Halt, hast du einen Ratsch im Kappes? Ich möchte meinen Deutsch bitte nicht korrigiert haben. Wie konnte ich es wagen? Jasmin hat jetzt beschlossen, glaube ich, sie muss nicht mehr höflich sein. Manuel redet viel. Der redet ohne Unterlass. Das ist ja wie bei uns im mittleren Dienst auch. Da gibt es ja Beamte und Angestellte. Im Rechtspflegerbereich, also im gehobenen, da bin ich denn, da gibt es nur. Also wenn ich jetzt Einzelhandelskaufmann wäre oder wer aber die Möglichkeit aufzusteigen als Rechtsreiter. Aufstiegsbeamter ist ganz, ganz selten. Das ist mir too much. Wenn das alles nicht on cam wäre, wären sie schon längst mit dir ins Gericht gegangen. Einfach nur aus dem Grund, weil du ihnen gefährlich werden könntest. Das wäre auch der größte Fehler, den sie machen können. Das schlägt sofort gegen sie zurück. Ich bin ja per se der Teamchef und der Küchenchef. Mehr Macht geht ja hier nicht mehr jetzt, ja? Gegner sind alle, habe ich festgestellt, selbst Harald. Und Harald ist sowieso immer nur bei der Person, die gerade mit der er gerade ist. Finde ich schade, weil ich mich mit Harald eigentlich gut verstanden habe. Ja. Das Thema ist für mich jetzt auch durch. Mir geht eure Diskussion auf den Sack. Ihr diskutiert über alles. Aber Harald, du bist halt auch immer mittendrin. Ich diskutiere nicht mit. Harald, weißt du, was ich nie verstehe? Dass du mich nie ausreden lässt. Ist mehr, das nee, rede passt aus, überhaupt. Rede aus, mein Schatz. Genau. Zu dir passt auch viel nicht. Und schon wieder wollen wir persönlich werden. Du bist persönlich geworden. Du schießt los und dann sagst du, oh, wie despektierlich, oh, wie persönlich. Ich weiß, dass du ein Problem mit mir hast. Menschlich gesehen halte ich sowieso nichts von dir. Du sagst, dass du meine Persönlichkeit scheiße findest und so weiter. Du wirst richtig beleidigt. Ich werde dich beleidigen. Ich sage dir nur meine Meinung. Nee, wenn ich sage, ich finde dich scheiße. Ist doch schön, dass du mich scheiße findest. Das ist für mich kein Problem. Also ich finde dich echt nicht cool.
Er ist so schlau. Er weiß ganz genau, was er hier macht. Strategen. Ich finde ihn scheiße. Jetzt hoffe ich doch, dass ihr mich wählt heute. Ich hab eine Aufgabe. Wenn sie über mich herfallen, dann sollten sie sich in Acht nehmen. Ich kenne mich in der Dunkelheit sehr gut aus. Möchtet ihr zu dieser Dschungelprüfung antreten? Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wie, das heißt, du willst nicht antreten, oder was? Nein, ich möchte nicht. Warum? Es ist so, dass es im Camp Menschen gibt, die meine Gefühle benutzt haben, um mir irgendwelche Geschichten zu erzählen. Und deshalb bin ich nicht bereit, für Menschen Essen zu erspielen, die mich nicht leiden können. Falls ich hier bleibe, rate ich euch, wenn ihr essen wollt, mich nicht in die Prüfung zu schicken, weil sonst geht's so weiter. Denkst du, ich gehe für dich Luxusessen holen, Alter? Spinnst du? Lass ihn doch gehen, wenn er gehen will. Hä, ich gehe doch gar nicht. Ich bleibe. Nee, ich bleib hier schon drin. Das gebe ich mir hier bis zum Schluss. Erik war eine tickende Zeitbombe. Das ist rücksichtslos, egoistisch und einfach nur scheiße. Er sagt halt, ich hole nicht für die Leute Sterne, die mich scheiße finden. Ganz ehrlich, ich mag dich auch nicht und habe trotzdem Sterne für dich geholt. Ich habe mir auch meinen Arsch aufgerissen, bin in Prüfungen gegangen, habe Sterne geholt, auch für seinen Arsch. Daran siehst du, wie besessen er davon ist, dass es mir scheiße gehen soll. Ich muss jetzt mal so einen Turm kaputt machen. Schade, dass wir alle nicht im entscheidenden Moment uns einfach alle im Arm halten können und uns lieb haben können. Und hey, und ihr könnt nicht genug von uns bekommen. Ha, hier gibt es alle Folgen. Wo? Da. Ah, okay. Und da könnt ihr uns abonnieren. Ja, da. Weißt du, was es hier gibt? Nee. Alle Videos, Sonja. Ach, was gibt's da nochmal? Da? Ach so, da. Ja. Ich dachte, da wäre was Neues. Nee, da. Da abonnieren. Ah, okay. Da die Videos. Und da alle Folgen. So sieht's aus.